Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns beiden. Endlich, Leute. Endlich. Weil wir diese Vegan-Challenge quasi von heute auf morgen gemacht haben, konnten wir noch nicht das Ganze bestellen und deswegen konnten wir einfach kein Eiweißpulver konsumieren, weil Whey natürlich aus Molkeprotein steht. Also dementsprechend war es schon etwas schwer, auf sein Eiweiß zu kommen. Das Ding ist halt einfach, dass man nicht irgendwie so überlegen soll, dass wenn man sich nicht vegan ernährt, kann man ja auch einfach Quark essen oder einfach Fleisch essen und. Wenn du vegan bist, geht das nicht so einfach. Nee. Warte, lass ich mal hier kurz auf. So. Super. Und hier haben wir zwei dicke, also wirklich, Freunde, das wird erstmal ein Unboxing der anderen Art, weil wir jetzt diesmal nur Sachen, die vegan sind, bestellt haben und jetzt sage ich einfach mal, was wir bestellt haben. 3, 2, 1, go! Okay. Also ihr seht schon, wir haben einiges an, ja, so Brot gekauft, einfach weil Prozis hat so viel Auswahl, also ich schwör's dir, die haben mehr Auswahl als so ein Bäckergefühl. Ja, und wir haben hier halt alles, was ihr hier seht, ist quasi Eiweißbrot mit weniger Kohlenhydraten, mehr Eiweiß. Wir haben hier erstmal ein Karob-Brot. Da weiß ich selber nicht, was für ein Brot ist. Zeig mal. Das ist so ein Standard-Landbrot, würde ich sagen, so von der Optik jetzt. Aus, ja. Dann haben wir hier die Dinger, sehen so heftig aus. Das sind Burger-Buns zum Burger machen. Und die haben halt auch nochmal mehr Eiweiß, sind alle vegan. Aber komm, das dauert zu lange. So, Freunde, okay. Wie gesagt, einiges an Brot. Ich mache jetzt übrigens eine Bäckerei auf, da gibt es nur Eiweißbrot und da kann man das alles kaufen. Nein, wir kaufen natürlich für den ganzen Monat vegan ein und deswegen haben wir jetzt erstmal jegliche Brotsorten. Also, wie hast du schon gesagt, auf Burger waren es ganz viele verschiedene Bagels, Brot. Also, hier zum Beispiel nehme ich einfach mal die Slim Bread, damit ihr einfach wisst, wie viele Kohlenhydrate und Cola das hat. Das hat 238 Kalorien auf 100 Gramm, hat genau 7,3 Gramm Fett, hat genau 20 Gramm Kohlenhydrate, Ballaststoff hat das Ganze 14 Gramm und 16 Gramm Eiweiß, also richtig geil. Und die Werte sind immer ungefähr so um den Dreh gleich. Was auch richtig special ist hier, das hast du vergessen zu sagen. Ah, Junge, was ist das? Hier, Chocolate Chip Brot. Und das ist auch vegan, Alter. Also da hatten wir echt erstmal Schiss. Also es sind nicht alle Arten vegan, es gibt noch mehr Brote bei Prozis, aber wie gesagt, reicht langsam mit Brot. So, weiter geht's und zwar mit einer relativen Neuigkeit und zwar Organic Protein. Also das gibt's schon länger, aber nicht so viele Geschmackssorten. Und zwar haben wir jetzt erstmal keine alle Geschmackssorten. Die hatten wir schon, wir hatten gar keine probiert. Ja, sag mal, was ist das? Nee. Das ist Exotic Coconut and Chocolate Blueberry Muffin. Dann haben wir hier Creamy Kaffee Latte. Dann haben wir hier Sweet Vanilla Bean. Dann haben wir hier Wild fancy. Strawberry. Also alle, Freunde, zieht euch mal rein, wie geil die aussehen. Und das sind nicht alle, also es gibt noch einige für die veganen Freunde unter uns. Oder für die Leute, die Whey oder beziehungsweise Molkeprotein nicht so gut vertragen. Prozis hat einiges am Start. Ja, und preislich sind die Dinge halt auch voll korrekt. Ne? Also, korrekt, ne? Ding kostet unter 20 Euro auf jeden Fall. So, weiter geht's. Weiter geht's. Jetzt haben wir natürlich auch nicht gegeizt mit den Nudeln. Ja, also ihr seht schon, wir haben hier ganz viele Nudeln quasi. Alter. Also ganz normale Nudeln. Die sind durchgedreht beim Bestellen. Ja. Und dann haben wir hier noch. Ohne Witz, wir hatten komplette Existenzängste, dass wir komplett verhungern und unser Eiweiß nicht reinbekommen. Wir haben es im letzten Video gesagt, dass dass es erstmal eine Umstellung ist und deswegen haben wir, wir sind ausgerastet. Ja, auf jeden Fall haben wir dann nochmal 4 Packungen von diesem Müsli, ist auch vegan, diese Sorte. Die anderen 2 sind nicht vegan. Dann haben wir hier noch Nüsse geholt, weil das ist das Geile, wenn man vegan ist, man kann ordentlich Fett essen, weil man hat einfach. Genau, also man hat nicht so viele Lebensmittel, beziehungsweise Lebensmittel, die viel Fett enthalten, wenn man vegan eigentlich ist. 4-mal Cashews, weil ich liebe Cashews. Cashews sind die Nüsse. Endlich wieder Kreatin. Was ich unbedingt wollte, diese Teile hier haben, Freunde. Big Shots. Wirklich Shots. Big Shots. Also richtig geil. Ihr habt hier einfach kleine Shots vom Big Shot, was hier auch mega geil ist. Dass es auch mal ein anderer Geschmack ist, als wir bis jetzt hatten. Wir hatten Orange und Raspberry. Hier bin Wildberry. Ich. Wildberry. Und das ist oder hier. Fiery Berry, irgendwie genau. So. Und das hier ist, glaube ich, Cola. Dann haben wir hier einen neuen Booster. Das, was du gefunden hast. Ja, genau. Hier. Den werden wir auch probieren von X-Core, das ist so eine Untermarke von Prozis. Das ist quasi Prozis, nur ein anderes, eine andere Aufmachung. Sehr sick. Wir haben hier den Geschmack Green Apple. Also wir werden alles nochmal genau reviewen. Und dann haben wir hier nochmal fürs Intra-Workout, Pre-Workout, Energy, also Carb. Also einfach Kohlenhydrate. Und hier noch ein paar Haselnüsse. Und das war's auch schon mit der Bestellung. Ich würde sagen, wir sind auch dann morgen wieder. Bäckerei und Pizzeria können wir aufmachen.
Ach ja, und falls ihr irgendwas bestellen wollt vom Process, uns unterstützen wollt und ist ein Link ab 40 Euro ab, gibt es 2 Cookies dazu, ab 60 Euro gibt es 2 Cookies und einmal diese Schokolade, diese geile Schokolade. Diese hier, können wir leider momentan nicht essen. Also ich denke, dass die geil ist. Ich habe es noch nicht probiert, aber ich denke, die ist schon geil. Genau. Und ab 90 Euro gibt es nochmal Peanut Butter und mit dem Code Engels könnt ihr 10% sparen. Ich würde sagen, wie gesagt, wir sehen uns morgen wieder. Freunde, wir haben jetzt den nächsten Tag. Hallo Willi. Sogar den übernächsten Tag. Gestern wollte ich eigentlich filmen, aber dann haben wir das Ganze vergessen. Die Kamera, Arte dachte, die Kamera ist bei mir, die Kamera war bei Arte, dann hat er sie vergessen, aber halb so wild. Wir haben gestern schon diesen Booster genommen und wer uns auf Instagram verfolgt, weiß, wie wir den finden. Der Porva. Ja, der ist schon ist der ein geiles Ding. Porva, ne? Green Apple Flavor. Ich würde sagen, wir zischen uns den jetzt mit ein bisschen Citrullin. Citrullin gibt es auch. Hier von ungefähr 5 Gramm, dann davon ein Serving, sind 2 Scoops. Und der schmeckt einfach so also geil, so wie der, ungefähr so wie der Green Apple Rockstar, also dieser saure. Ja. Und ich würde sagen, gönnen wir uns jetzt und dann mit Push trainiert, ne? Würde ich auch sagen. Let's go! So, Freunde, wir sind gerade kurz in Lichtenau. Arthur hat sich umgezogen und jetzt wird erstmal ein A3 angeschaut. Mal gucken. Du filmst in Slow-Mo. Willst du dich, beweg dich mal kurz? Schnell muss ich bewegen, ist das Slow-Mo. Warum ist das? So, werf zurück. Vollgas. Oh, sorry. So, Freunde, es sind wieder 2 Tage vergangen und das Auto war einfach grottig. Also, das Auto war eigentlich gut erhalten und alles, aber waren so viele Kleinigkeiten, die gemacht werden müssen. Also, die Instandsetzung davon wird nochmal das Doppelte vom Auto quasi kosten. Genau, da muss man halt immer abwägen, ob sich das lohnt. Der war für 2500 inseriert, dann bevor wir dahin gefahren sind, haben wir schon noch 2000 runtergehandelt. Aber da müsste man noch mindestens 1500 Euro reinstecken, auch wenn man den für 1500 bekommen hätte, das wird es nicht lohnen, so viel zum Auto. Und jetzt denkt ihr euch beim Titel, das Schlimmste am Vegansein, was ist das Schlimmste am Vegansein? Vielleicht wird es der ein oder andere denken, weiß nicht, was ich denke, dass man kein Blähung Fleisch oder essen so. Kann. Ja, Blähung. Also die hat man auf jeden Fall am Anfang, da also ich, so die ersten 2 Tage auf jeden Fall, aber ich hätte es mir echt viel schlimmer vorgestellt, aber ja? Geht eigentlich. Ich hab mir gar nicht so im Kopf gehabt, aber man ist halt extrem oft auf Toilette, weil man einfach so viel Ballaststoffe isst. Ja. Vor allem, man zieht halt sein Eiweiß auch oft aus solchen Quellen wie Linsen oder Erbsen und einfach Hülsenfrüchten, die einfach selber viel Ballaststoffe haben. Wenn man jetzt Fleisch isst, dann hat man sein Eiweiß und mehr hat man da auch nicht drin bei Fleisch. Genau, aber was das Schlimmste ist am Vegan-Sein, ist ganz, ganz, ganz klar, wenn ihr Kraftsport macht und auf euer Eiweiß kommen müsst, wir wollen jeden Tag ungefähr auf 180 Gramm Eiweiß kommen und dann ist es natürlich 10-mal schwieriger. Und 40 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit, optimalerweise. Genau, optimalerweise. Ist aber das ist wirklich das nicht einfach. Das handeln wir langsam immer besser, aber es ist wirklich schwer, sich komplett umzustellen. Ja. Also wenn man zum Beispiel morgens aufgestanden ist, also ich kann es immer wieder sagen, ich habe morgens einfach meine 2-3 Toast gegessen mit ein bisschen Pute drauf, so ungefähr 60 Gramm, dann noch ein Po-Cookie oder ein Melty Bar und dann war ich bei meinen 40 Gramm Eiweiß und war safe. So. Und jetzt ist es halt nicht mehr möglich, man muss immer gucken, okay, mache ich mir jetzt das Meal oder das Meal, bei dem Meal müsste ich noch das essen, um mein Eiweiß reinzukriegen. Es wäre jetzt eigentlich relativ easy, in Anführungsstrichen, immer aus dem Eiweiß pro Mahlzeit zu kommen. Man könnte ganz normal essen und dazu immer einen Shake trinken, aber wir wollen jetzt nicht 4 bis 5 Mal am Tag einen Shake trinken. Aber das war das Schlimmste am Vegan-Sein, dass wir kein Eiweiß pro hatten. Ja, also ohne, das ist mega das schwer. Das ist nicht unmöglich, aber man muss wirklich dann, wir waren dann teilweise bei 60, 70 Gramm Ballaststoffen und eigentlich sind wir so bei 30 bis 40. Bei 90 Ballaststoffen. Wir sind sonst immer bei 30 bis 40 Gramm Ballaststoffen, also 10 bis 20 Gramm pro 1000 Kilo sind auch noch okay. Ja. Aber irgendwann ist es halt wirklich, dass man merkt, nee, ist nicht so nice. Und das ist wirklich das Schlimmste, auf sein Eiweiß zu kommen. Aber
mit dem Pulver geht das auf jeden Fall. Klar, das ist jetzt auch kein Sojaprotein, sondern ich glaube, das ist Erbsenprotein, Reisprotein, also so ein Blend, das ist einfach, genau, alles außer Soja fast quasi. Und damit geht es eigentlich auf jeden Fall fit. Und ja, genau. Also das ist das Schlimmste am Vegan-Sein. Also nicht wirklich, ja, also der Verzicht ist auch nochmal eine Sache, aber ich finde, ich bin eh so ein Esser, wenn ich meine zwei, drei Mahlzeiten habe, die safe sind, wo ich weiß, ich habe hier so und so viel Arbeit, ich habe hier so und so viel Kohlenhydrate und Fette, also ich bin eher, sag ich mal, oft ein funktioneller Esser. Klar, ich mag es auch lecker zu essen, aber im Endeffekt gucke ich halt mehr auf die Makronährstoffe, wenn es dann gut schmeckt, umso besser, aber ich könnte damit auch ganz gut fahren. Das passt eigentlich, aber halt mit dem Arbeit ist ganz schwer, aber ja, das ist das Schlimmste am Vegan-Sein. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Falls ja, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt immer kommentieren, was ihr sehen wollt, vor allem jetzt zum Vegan. Ah, und eine Frage an euch, also für die Leute, die bis zum Ende geguckt haben, also wir haben überlegt, ein momentan trenden ja diese ganzen, ich esse einen Tag wie blablub, aber ich kenne niemanden außer aus dem deutschsprachigen Raum, der vegan ist, den man, ich sag mal, wo man so essen könnte wie er. Also vielleicht, wenn ihr aus dem englischsprachigen Raum jemanden kennt oder irgendeinen Promi, was weiß ich, irgendjemand, wie wir essen sollen, könnt ihr es ja gerne in die Kommentare schreiben, mal irgendein veganen Boy. Könnte, denke ich, ganz interessant sein. Ich habe noch keinen gesehen, der das Ganze vegan gemacht hat. Also wenn ihr, ich weiß, ich kenne wirklich keinen veganen Menschen. Nee, also könnt ihr sehr gerne reinschreiben und dann schauen wir mal. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr auch gerne abonnieren. Und wir sagen, bis zum nächsten Mal.